So Leute, herzlich willkommen zu meinem dritten Video. Genau, heute ein sehr wichtiges Thema, das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen und es hat mich auf jeden Fall im Jahr 2024 zum deutlich produktiveren, besseren Menschen gemacht. Ich teile gerne auch Informationen und ich hoffe, ihr nehmt sie auch ein bisschen wahr, könnt sie auch übernehmen und dann fangen wir mal an. Ich habe genau 5 Gadgets rausgesucht für euch nur. Das sind persönlich die wichtigsten für mich gewesen. Ich habe deutlich mehr, aber das sind schon mal die Basics, die man schon beherrschen sollte, meiner Meinung nach, um halt deutlich produktiver einen geileren Tag zu haben. Genau, wir fangen gleich mit der ersten Sache an. Es geht um das kalte Duschen am Morgen. So, ich habe mehrere Studien darüber gelesen, was bedeutet genau das kalte Duschen, weil ich bin normalerweise richtiger Warmduscher, wer kennt es nicht, am liebsten gleich nach dem Sport oder sonst irgendwas oder morgens gleich schon, wenn es kalt draußen ist. Erstmal so eine richtig schöne warme Dusche sich gönnen. Aber ich habe mich da ein bisschen befasst, ein bisschen auseinandergesetzt und ich muss sagen, das Kaltduschen morgens am besten, wow, das ist crazy. Also es macht mich wirklich, es ist Wahnsinn. Ich kann einige Sachen jetzt so kurz erzählen. Also es geht darum, das Kaltduschen, das fördert einerseits die Regeneration, man kann besser schlafen, es fördert auch den Dopamingehalt im Körper, das heißt, man ist automatisch besser drauf und man ist einfach glücklich an den Tag halt. Anderes wichtiges Kriterium ist meiner Meinung nach, man ist deutlich stressresistenter, man verbrennt Fett sogar, ein Traum, gleich morgens nach dem Aufstehen, besser geht's nicht und man braucht keinen Kaffee. Du stehst auf, direkt in die kalte Dusche und dann wow, also du bist wach, du bist richtig, richtig wach. Genau, das hat mir extrem viel geholfen und neben den ganzen Sachen, die halt zu den Vorteilen auf jeden Fall zählen, gehört auch auf jeden Fall, was mir auch ganz persönlich wichtig ist, dass das Immunsystem angeregt wird. Also man wird halt zum Glück nicht so schnell krank. Ich merke selber, ich fühle mich halt viel stärker innerlich. Und die andere Sache ist, wo ich auch viel zu tun hatte früher als Kind und so, ist immer die Akne. So durch das kalte Duschen verschließen sich die Poren und ich habe seitdem auch viel, viel weniger Akne bekommen. Ich habe eine sehr empfindliche Haut und genau. Also mehr Vorteile kann man daraus nicht ziehen. Morgen. So, jetzt kommen wir auch gleich zum zweiten Thema. Es ist ein Gerät, sagen wir es mal so, das mir sehr, sehr viel geholfen hat. Und ich nutze es halt immer noch tagtäglich, jeden Morgen 10 Minuten. Und das ist die gute Rotlichtlampe. Die Rotlichtlampe strahlt sozusagen rotes Licht aus, wobei Infrarot auch dabei ist. Und man kann sich so vorstellen, dass dieses rote Licht durchdringt besser halt die Haut durch, erwärmt halt die Haut, was dadurch die Blutgefäße anregt, es kommt zu besseren Durchblutungen in der Haut und heilt sozusagen Entzündung, also es hemmt Entzündung sozusagen auf der Haut, also Pickel in dem Sinne, wenn man halt ne, stärkere Akne und sowas hat, hat es mir zum Beispiel sehr, sehr gut geholfen. Die andere Sache ist halt die Produktion von Melatonin, also es hilft sozusagen der Schlafregulierung, des besseren Einschlafens. Und man merkt es nach 1-2 Tagen schon sehr, sehr gut, muss ich sagen, persönlich. Und ich nutze es jetzt schon seit 4 Monaten und top. Also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, sich so ein Ding mal zuzulegen. Es sind 5-6 Euro. Es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Jetzt kommen wir zum dritten Thema. Einige lieben es, einige hassen es sogar. Es ist das Lesen. So, ich habe es davor nicht gern getan in dem Sinne im letzten Jahr. Ich habe mich versucht, immer davon fernzuhalten. Aber durch 1-2 Gesprächen hat mich das schon sehr motiviert. Ich habe damit angefangen vor 5 Monaten oder so. Und ich habe mich dann, sagen wir mal, durchgeforstet in bestimmten Themen. Ich habe jetzt meine Genren gefunden sozusagen. Und ich lese halt sehr, sehr gerne zurzeit. Durch die Gewohnheit, die ich mir auch durch den Tag eingebaut habe, habe ich wahnsinnig viele Vorteile durch. Also bei mir ist es so, ich habe mir eingeführt, das kann ich euch auch empfehlen, jeden Tag 20 bis 30 Seiten zu lesen. Es ist nicht viel, es ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, die man am Tag sozusagen vergeudet, aber es ist kein Vergeuden in dem Sinne, sondern es hat nur Vorteile, meiner Meinung nach. Man kann es abends machen, man kann es auch eine Pause kurz machen, man kann es auch machen, wenn man auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, zur Schule, man weiß es nicht, tun und es ist wahnsinnig hilfreich. Packt lieber das Handy weg, schnappt euch lieber ein Buch und liest, weil ihr müsst euch vorstellen, ein Buch sind sozusagen 15 Jahre Erfahrung. 15 Jahre Erfahrung, die ihr rein theoretisch, wenn ihr 30 Seiten am Tag liest, es eine Woche durchzieht, ihr habt eine Woche ein Buch durchgelesen, wofür man 15 Jahre gebraucht hat, um die Informationen zusammenzufassen. Das müsst ihr euch mal reinziehen in den Sinne. Das ist Wahnsinn. Das hat mich so motiviert, das hat mich so inspiriert in dem Sinne, dieser Gedanke.
dass ich halt damit angefangen habe und ja, ich bin schon bei meinem 5., 6. Buch in diesem Jahr. Ich habe es leider nicht geschafft, ich hatte eine Klausurenphase gehabt. Einiges hat sich natürlich ein bisschen verschoben. Ich habe versucht trotzdem meine, sagen wir mal, Gewohnheit wieder einzubinden und es ist wahnsinnig hilfreich. Also man ist wortgewandter, man nimmt sehr, sehr viele Informationen auf. Man kann, die Gesprächsthemen bauen sich peu à peu umso mehr auf. Ihr müsst euch auch vorstellen, was ich mir immer auch eingeredet habe, aber das Gehirn ist wie ein Muskel. Und wenn man es regelmäßig beansprucht, regelmäßig trainiert, dann wird es auch besser in dem Sinne. Ne? Wenn man regelmäßig ins Gym geht, bauen sich die Muskeln auch besser auf, als wenn man nur einmal in der Woche ins Gym geht. Diese Kontinuität, das ist das A und O. Und das habe ich jetzt beim Lesen eingeführt. Und so, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir zum 4. Gadget. Und das ist meiner Meinung nach der aller wichtigste. Das ist der Schlaf. Wer kennt es nicht zum Beispiel? Man hat schlecht geschlafen, schlechten Traum gehabt, mal feiern, mal länger zocken. Man hat irgendwelche anderen Aktivitäten länger abends durchmacht in dem Sinne und man muss am nächsten Tag liefern. Man muss lernen, man muss zum Sport, man muss sonst was erledigen, aber man kann es nicht oder man kann es doch, wie für die Katz in dem Sinne. Und ja, ich habe mir halt, ich habe vieles ausprobiert, weil ich habe immer gedacht, ich bin so ein Nachtmensch. Ich habe versucht, mal die Nächte durchzumachen, am Tag zu schlafen. Mach das bitte nicht. Das kann ich niemandem ans Herz raten. Also mir persönlich bringt es nichts. So, ich kenne einige, bei denen hilft das. Die können tags, also nachts viel besser lernen, irgendwas erledigen als tagsüber. Aber ich bin halt der Tagmensch und ich denke mal auch, der Tag ist eigentlich eher dafür gedacht, wach zu sein und die Nacht eher dafür gedacht, zu schlafen. Und ja, genau, also ich kenne das halt schlussendlich so, wenn man halt schlecht schläft, man ist schlecht drauf, man hat keinen Bock, man ist extrem unkonzentriert, man kann sich nicht auf die relevanten Dinge fokussieren. Ich kenne das auch so, wenn man müde ist, dass man mehr isst und die Muskelregeneration und das generelle Sport machen. Es bringt was, klar, man soll es trotzdem mal tun, wenn mal Ausnahmen passieren und man geht dann trotzdem ins Gym. Es lohnt sich immer, klar, aber ich denke persönlich, wenn man besser schläft, man kann sich besser an den Tag konzentrieren, man ist deutlich produktiver und der Tag ist eigentlich deutlich, was heißt eigentlich, der Tag ist deutlich schöner. Man hat mehr was von, meiner Meinung nach. Und man soll es ausprobieren, wann man am besten einschläft, wann man am besten aufstehen kann und das dann sich so in den Tag einbinden, dass es auch klappt. Ich weiß, einige müssen arbeiten und müssen halt sehr zeitig aufstehen. Ich hatte auch kurz die Phase gehabt, dass ich um 6 Uhr aufstehen musste, da bin ich dem noch um 10 schlafen gegangen. Hatte trotzdem einen 8-7 Stunden Schlaf und top. Deshalb, Schlaf ist der wichtigste Faktor an einem Tag, um produktiv zu sein, meiner Meinung nach, und es ist auch meistens so. Und deshalb, achtet darauf, dass ihr genügend Schlaf habt, einen erholsamen Schlaf habt und so, ja. Leute, zählt man Gadget 1, also das Kaltduschen, und Gadget 2, die Rotlichtlampe zusammen, dann kommt man fast zu meiner gewissen Morgenroutine, das ist Gadget 5, habt eine gute Morgenroutine. Die Morgenroutine ist sozusagen der Start für den Tag. Es ist das gleiche, als wenn ihr ein Buch anfangen würdet und der Anfang wäre scheiße. Ihr hättet keine Lust darauf. Ihr habt keine Lust, einfach es weiterzulesen. Und deshalb habt einen immer gleichbleibenden Morgen, beziehungsweise einen Morgen, an dem ihr bestimmte Sachen immer wieder gleich wiederholt. Von wegen, meine Routine ist die, ich stehe auf, mache direkt 100 Liegestütz, aber nicht also hintereinander, sondern natürlich etappenweise. Dann nutze ich die Rotlichtlampe, dann gehe ich mich kalt duschen, dann ziehe ich mich an und dann gehe ich in die Bibliothek oder erledige andere Dinge. Das sind so meine Morgenroutinen und die verhelfen mir dazu, dass ich halt einen sehr guten Start in den Tag habe. Und dass ich demnach auch sehr, sehr produktiv bin. Es bringt mir nicht. Also, ich habe ja eine gewisse innere Uhr in dem Sinne. Was heißt innere Ruhe? Ich habe einen gewissen Rhythmus in mir. Und solange ich den beibehalte, weiß ich, dass der Tag auch gut wird. Weil der Start ist sozusagen meiner Meinung nach der wichtigste Punkt an meinem Tag, um halt zu gucken, okay, wird der Tag gut oder wird der Tag schlecht. Wenn du aber den gleichen Start immer wieder hast, der auch gut ist, dann wird man auch meistens einen guten Tag auch haben. In dem Sinne, wenn es um die Produktivität
um das Wachsein, um das Konzentrieren sein geht oder sonst irgendwelche anderen Faktoren. Genau. Das ist meine Morgenroutine in dem Sinne. Und ja, die widerspiegeln auch einen gewissen Verhaltensweise ab. Zum Beispiel, nachdem ich die ganzen Sachen gemacht habe, natürlich mache ich mein Bett noch dazwischen oder packe nochmal einen Rucksack oder so. Das sind so Nebensachen schon langsam bei mir. Aber die Haupt-Basic-Sachen sind einfach jetzt aufstehen, von der Liegestütz, Rotlichtlampe, kalt duschen, anziehen, raus. Das ist so meine Routine, die ich morgens immer durchführe. So, Leute, das waren jetzt meine 5 wichtigsten Gadgets, die ich an einem Morgen oder generell an einem Tag verteilt mache. Das sind sozusagen die Basics. Es gibt noch so viel mehr, was man machen kann. Aber das sind für mich die wichtigsten, die mich einfach am weitesten bisher gebracht haben. Und genau, wenn ihr die einführen wollt, macht es bitte peu à peu, nicht alles auf einmal, weil euer Körper und euer Rhythmus, ihr müsst euch erstmal dran gewöhnen. Wenn die Gewohnheit eingetreten ist, dann könnt ihr was Neues hinzufügen, weil das automatisiert sich alles demnach. Und genau, also fangt entspannt erstmal morgens, direkt nach dem Aufstehen. Ich weiß, es wird hart. Erstmal ein bisschen warm duschen, ne, dass es schäumt. Und dann macht euch, fangt mal an, so erstmal 5 Sekunden, dann 10 Sekunden, dann 15, dann 20. Und dann erhöht immer wieder die Zeit, kalt zu duschen. Und nach 3 Wochen, nachdem ihr das geschafft habt und euch daran gewöhnt habt, macht das nächste. Die Rotlichtlampe oder das Lesen oder sonst andere Dinge. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.